Anlässlich seines 120. Geburtstags hat das belgische Lüttich einen neuen Rundgang auf den Spuren ihres berühmtesten Sohnes, des Schriftstellers Georges Simenon, konzipiert. Der knapp 3,4 Kilometer lange Parcours Simenon verbindet aber insgesamt 17 Stationen auf beiden Seiten der Maas miteinander und vermittelt einen Einblick in das Leben des Schöpfers der berühmten Kommissar Maigret-Romane, der sich bereits in jungen Jahren viele Inspirationen für seine bis heute überaus populären Bücher in seiner wallonischen Heimatstadt holte. Mehr zum Lüttich des Georges Simenon unter www.mortimer-reisemagazin.de.